Hallo wieder zusammen, liebe Mineralien-Sammler, wo Sie ihn so in all diesen werden wollen. Hier befinde ich mich vor dem ehrwürdigen Wernerbau in Freiberg, Sachsen. Hier drin gibt es eine ziemlich große Mineraliensammlung. Viele kennen ja eigentlich nur die Mineraliensammlung Terra Mineralia, aber die hier ist die wenigsten bekannt, obwohl die nicht gerade klein ist. Und deswegen, weil die aber auch vielen unbekannt ist, werde ich die euch mal vorstellen. Schon im Eingangsbereich wird man hier von großen Kristallen begrüßt, wie auch hier drüben. Wirklich ein Monster-Rauchquarzkristall. Dann geht's ja weiter. Dann hat man hier eine außergewöhnlich große Pyritzone von einem Stock, die leider sehr verstaubt ist. Die könnten die mal wieder ein bisschen sauber machen, wäre ganz nett. Das hier ist wirklich der Hammer. Das ist ein Pyknit oder Stängeltopas von Altenberg. Wirklich ein riesengroßer Brocken. Unglaublich. Hier war gleich eine ganze Vitrine dem Achat und dem Amethyst von Schlottwitz gewidmet. Ja, das sind schon schöne Stücken. Manche hat es ja auch viel weiter hinausgespült aus der Region. Der berühmte Claim hier, auf dem ich auch gewesen bin. Und das ist natürlich auch was Feines hier. Findet man ziemlich selten in Schlottwitz solche Kristallspitzen. Meistens ist das Ganze ja nur als Gangstück vorhanden. Und das ist jetzt wirklich auch mal so ein typischer Trümmerrad. Genauso wie die Stücken, die man rund in der Gegend um Schlottwitz gefunden hat. Sehr schön. Das hier kenne ich wieder überhaupt gar nicht. Ibersbach. Wo ist denn das? Achso, bei Bad Lausick. Okay, das ist doch mal was, was ich angehen könnte. Das sind ja wirklich interessante Stücken hier. Die sind jetzt zwar nicht so groß, aber von der Farbe her sehr interessant. Aber ich denke, kommt ihr am besten selbst mal her, um das zu betrachten. Im Eingangsbereich wird man dann gleich von so einer großen Vitrine begrüßt. Mit richtig massiven Großstufen. Ist schon Wahnsinn, ne? Ein Fluorit von Halsbrügge. Ich habe schon vieles gesehen, aber so einen großen wirklich noch nicht. Ein Stück von der reichen Zeche. Ein weiterer Fluorit aus der Gegend. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn. Was für eine Hammerstufe. Fluorit, eine 80 cm breite Stufe hier. Boah, echt genial. Man sieht sogar in den Würfeln drin nochmal so eine Mini-Struktur. Ich möchte nicht wissen, was sowas wert ist. Den typischen Arad von Halsbach gibt es leider kaum noch zu finden. Aber jetzt melden wir uns erstmal an. Geht's hier rein? So, nachdem ich mich nun erstmal angemeldet habe, einen sehr preiswerten Eintritt bezahlt habe, geht es los in die großen Hallen hier. Und man wird direkt begrüßt von einer Sonderausstellung
über Arad und Amethyst von Hirschfeld. Das ist scheinbar aus einer Kiesgrube. Die Sonderausstellung hier, so würde ich das mal betrachten, stammt, wie gesagt, aus der Kiesgrube Hirschfeld. Hier ist mal eine kleine Beschreibung schon dazu. Die produzieren im Jahr, da sehe ich gerade, 400.000 Tonnen Rohkiessand. Ja, da kommt bestimmt auch einiges an solchen Arraten mal zum Vorschein. Leider blendet hier etwas das Licht von oben. Aber ich denke mal, das soll jetzt das nicht im Wesentlichen stören. Ihr werdet trotzdem hier jedes einzelne sehen. Das sind wirklich, ja, ihr seht es schon, 8 kleine Vitrinen nur zu dieser Kiesgrube. Ist schon wirklich erstaunlich. Und was ich schon so sagen kann, die Vielfalt an diesen Arraten ist wirklich sehr groß, auch farblich. Da ist mal so ein Haufen abgebildet, ja, wo man das erkennen kann. Dürfte ziemlich schwer sein, da was zu finden vielleicht, fürs ungeübte Auge, aber die Auskenner werden wissen, wie sie das finden. Dann hat man auch ein bisschen was, ja, zur Herkunft natürlich erklärt. Auch die Sammler werden teilweise sogar vorgestellt. Finde ich ganz schön. Der hier hat auch was Besonderes. Auch wenn der hier aus Leisnig ist. Aber es ist eben scheinbar alles aus der Gegend von Hirschfeld. Dann hat man hier auch die Amethyste, die man da schon gefunden hat. Sogar so ein schönen Kristall hier. Ja, die sehen aus. Ah, nein, die hier sind nicht von Hirschfeld, die sind von Frauenstein und von Halsbach. Sehen die sehr ähnlich? Wahrscheinlich aus einer vergleichbaren Gangstruktur. Dann hat man hier auch nochmal diesen Amethyst. Mit Pseudomorphosen, ja, untergemischt. Da ist nämlich eigentlich von Trebach bei Wolkenstein. Aber hier hat man wieder sehr viele aus diesen Flussgeröllen, eben aus dieser Kiesgrube bei Leipzig, Hirschfeld. Da ist wieder von Trebach, also nicht aus der Kiesgrube, sogar mit Spitzen dran. Hätte mich auch gewundert, wenn da aus der Kiesgrube gewesen wäre. Und dann hat man hier noch ein schönes Gangstück von Thum. Die Karte hier, die zeigt dann mal, wo man sich denkt, dass die ganzen Arraten herstammen, die sich in der Kiesgrube von Hirschfeld wiedergefunden haben. Ja, Liefergebiete sozusagen. Und da nimmt man eben an, dass die mit Flüssen abgerollt den Weg in diese Kiesgrube gefunden haben. Sogar solche großen Arade haben es bis dorthin geschafft. Das sind ja diese typischen Arade in Rhyolithgestein. Hier hat man auch noch mal ein bisschen dargestellt mit den Herkunftsgesteinen. Und ja, die ganze schöne Arade hier. Kann man sich wirklich mal anschauen hier. Das war zwar offiziell gewesen, aber wie ihr es lest, verlängert bis 31.12. Also beeilt euch, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Wie ihr seht, ich bin jetzt erstmal in der Vorhalle. Da haben wir dann auch noch die Vitrinen hier. Das sind so einige Neuzugänge an Mineralien. Zum Beispiel hier oben ist so ein sehr feiner Fluorit. Auf der Quarz hier oben. Fein, fein, fein. Ich schaue jetzt einfach mal ganz langsam hier vorbei.
Hier ist auch wieder so ein schöner Florid aus der Grube Beihilfe. Sind wie gesagt erstmal sehr viele kleinere Mineralien hier. Es sei denn, man schaut sich den hier auch mal an. Der hat auch eine ordentliche Größe, ist aber von England. Das ist ein schönes Stück. Aber leider darf 100 unbekannt. Ja, auch das soll es geben. Diese Vitrine hier, die spiegelt ein bisschen wider die Systematik, wie er der Gottlob Berner gedachte, mit seinem Spruch auch von den äußerlichen Kennzeichen der Fossilien 1974 unter anderem. Und hat dann hier auch so ein bisschen das Farbschema gemacht mit den Farben, wie er sie so benannt hat. Was sehe ich hier? Topaz vom Schneckenstein. Okay. Und Granat in der Form Pyrop aus Böhmen. Ja, da wollte ich eigentlich auch nochmal hin. Geht man dann durch diese ehrwürdige Tür voller Handwerkskunst. Wir haben nicht nur Schmiede, sondern auch Tischler eine sehr feine Arbeit geliefert. Kommt man hier in so eine Sammlung, die überwiegend aus Gestein besteht, Gesteinstypen. Kann man sich auf jeden Fall mal anschauen, aber ist jetzt nicht so mein Fokus. Das ist natürlich wieder was ganz Besonderes hier. Da hat man wirklich mal ein Gangprofil, wie es in Freiberg vorkommt, komplett anpoliert, also geschnitten und poliert. Ist schon wirklich massiv, dieses Teil. Man sieht auch wirklich typisch diesen Pyrit hier. Und das hier, Sparlerit und Gallenit. Wirklich ein sehr großes Stück. Hier nochmal ein weiteres. Dann hat man hier ebenfalls nochmal eine Sammlung, wo es überwiegend um Gesteine geht und deren Vorkommen. Und zwar weltweit. Da hat man sogar sowas hier gefunden oder ausgestellt. Ein Erzblock aus dem Galapagos-Rift. Wie da, wo sein Nick hergefunden hat. Und in dieser Sammlung, wie gesagt, geht es überwiegend um die Gesteine, die weltweit vorkommen. Und man hat auch sehr große Belegstücke, wirklich sich besorgt. Das ist schon wirklich imposant, dass man das so alles hergebracht hat. Ich meine, die wiegen ja auch was, ne? Das ist zwar hier aus Deutschland, bei Vogtsberg. Was haben wir hier unten? Auch aus Freiberg, dieses Stück. So stellt man beispielsweise die Zinnerze vor und hat dafür verschiedenste Belegstücke. Aus Polen, Malaysia, Erzgebirge. Oder hier Indonesien. Auch Golderze. Weil ich ja liebe wirklich sowas. Zum Beispiel so ein Stück hier. Das ist übrigens auch das, was man sich, wie ich schon erwähnte, als Investition zulegen kann. Was auf jeden Fall einen Wert zunehmen wird. Gold-Telluriterz. Also, ich wusste auch nicht, dass es so viele Golderze gibt.
Weiter geht's mit Silbererzen und auch Platinerzen. Das kannte ich auch nicht. Silber und Kupfer führender Sandstein. Ah. Platin. Okay. Das kommt also mit solchen Erzen vor. Darunter steht beispielsweise dann der Platingehalt in dem Erz. Hier kann man jedenfalls einiges lernen über Erze, wie ich sehe. Und die Halle ist wirklich riesig. Also ich werde hier auch von daher nicht auf alles eingehen können. Und mir geht es auch eigentlich darum, dass ihr euch das mal selber anschaut. Hier haben wir wieder Blei- und Zinkerze mit den Anteilen im Gestein. Die machen jetzt natürlich optisch jetzt nicht so viel her, wie ich euch dann zeigen werde in der mineralogischen Ausstellung. Aber ich denke, es ist schon mal wert, das sich mal anzusehen. Buntmetallerze haben dann auch noch vorgestellt, insbesondere wenn es um Kupfer geht. Azurit beispielsweise kennen einige auch aus dem Vogtland, wo das vorkommt. Titan. Vanadium, also die ganze Fülle. Und natürlich bei Vanadium, was gehört dann dazu? Vanadinit. Wolframerze. Die gibt es ja auch in Sachsen. Ich suche gerade nur noch einen Stein aus unserer Region. Habe mir teilweise im Vogtland gefunden, aber auch in der Region von Aue, Alberoda, bis hinauf nach Pöhler, Trollau, auch so ein gutes Beispiel. In der Grube Bergsegen gab es sowas. So ein Stückchen hier habe ich euch ja sogar gezeigt, mal, was ich gefunden hatte auf so einer Tour, wo ich eine Kamera in den Schacht reingelassen habe. Molybden. Und so geht es hier weiter. Ist alles eben sehr systematisiert, die ganze Sammlung hier. Das ist da was Feines. Turmalin. Aber von Namibia. Jetzt können wir wieder, wie gesagt, in die Gesteinssammlung rein. Drüben hatten wir ja mehr die Erze gehabt und hier wieder mehr die Gesteine und aber eben auch die Minerale, die im Gestein vorkommen. Hier hat man nämlich die Gruppe der Pegmatite. Interessant, gerade auch für mich, weil es aus der Region ist, die Kreisenlagerstätten. Da waren noch Sachen gewesen aus meiner Region. Hier, Tubasgestein mit einem ziemlich großen Tubas sogar da drin. Ich zoome das mal kurz ran hier. Ja, da ist 2 cm lang, 1 cm breit. Da ist wirklich groß. Dann haben wir auch hier den Quarz-Tubas-Kreisen von Mileiden, da er so auch zinnreich ist. Ein weiteres Stück von dort. Aber gibt eben auch andere Herkünfte, wie aus dem Altaigebirge. Interessant sind auch diese sogenannten hydrothermalen Lagerstätten, weil dort kommt auch Gold vor. Ich zoome es euch mal rein ein bisschen, damit ihr das besser erkennen könnt. Das ist Freigold. Oder auch hier in diesem Quarz enthalten. Sieht man, denke ich mal, ganz gut schimmern.
Interessant sind dann auch immer diese Karten, die man hier gemacht hat. Und zwar, ja, man kann sagen, wie eine Art 3D-Karte, beispielsweise vom Atlantischen Rücken, das sich hier durchzieht. Ihr seht ja, hier ist England, Skandinavien, Grönland. Und eben dann erklärt, ja, was dort so vorkommt und wie man das nennt. Das hier wäre dann wieder, ja, die nennt sich das Oxidations-Zementationszone. Okay. Das finde ich sehr interessant. Hier. Und irgendwie kommt mir das Gestein bekannt vor, weil ich habe da mal nämlich irgendwo eine Burgrunde gehabt, beziehungsweise einen Burgkern gehabt, wo das wirklich exakt genauso aussieht. Muss ich mal vergleichen. Ja, dann hat man wirklich hier alle möglichen Erze wieder. Das finde ich auch ein bisschen interessant. Und zwar Kaolin. Das wurde ja früher unter anderem in Aue mal entdeckt, worauf sich dann auch die Porzellanindustrie in Meißen mitgegründet hat. Dort hat man dann später auch noch welchen gefunden, ne? Nämlich bei Seilitz bei Meißen. Und so sieht er eben in Natura aus. Bevor man ja, mit Hilfe verschiedener Prozesse Porzellan herstellen kann. Aliidische Bildungen. Dazu gehört beispielsweise Bauxit. Weiß von euch jemand, wofür Bauxit genommen wird? Ja, richtig. Das ist ein Aluminiumerz. Und so werden ja wirklich sehr viele verschiedene Erze und Gesteine vorgestellt. Ja, aus Chile ein Brocken, ist bestimmt ein Kupfererz, wie es aussieht. Ja, war klar. Hier drüben haben wir, glaube ich, einen Fluorit. Wo ist denn der her? Von Bösenbrunn aus dem Vogtland. Ja, da ist ordentlich. Und hier war es wieder für mich interessanter, weil solche Kristallformen liebe ich einfach. Kalzit, wo ist der her? Von Frankreich. Schönes Stück, muss ich schon sagen. Ich könnte jetzt wirklich noch sehr viel auf jedes einzelne Stück eingehen, aber das würde wirklich absolut den Rahmen sprengen. Darum zeige ich euch das Ganze nochmal, ja, ein bisschen in der groben Form. Man werde nur immer wieder mal auf so Stücke eingehen, die, ja, wie ich meine, doch einen näheren Blick verdienen. Interessant finde ich da auch wieder das hier, nämlich die sogenannten technischen Rohstoffe. Damit man sich mal auch ein bisschen vorstellen kann, für was denn die einzelnen Rohstoffe alles gebraucht werden oder die einzelnen Minerale so gebraucht werden. Beispielsweise Muskovit. Die elektrische Rohstoffe, Schleif- und Poliermittel, optische Minerale, ja klar, Bergkristall gehört dazu, Fluorit auch, Schmirgel mit Margarodit, Kieselgur, hat man damit nicht für Sprengstoff hergestellt, Pyrop, ja, also Granat, Korund. Klar, ein typisches Steifmittel. Kohlemanit aus der Türkei. Und für was nimmt man das jetzt? Kalzit-Doppelspat. Okay. Optische Minerale, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Piezokristalle. Dazu gehört Turmalin. Diamanten.
Na, ob die echt sind, ich weiß es nicht. Ob man die echt so rumliegen lassen würde hier. Und ein riesengroßer Topaz. Nepal. Granat. Der ist auch ganz schön. Aus Norwegen. Jaspis und Arat. Okay. Ah, deswegen für schmuckende Edelsteine. Das habe ich wohl vergessen zu erwähnen. Und die schönen Amethyste von Uruguay. Klar, Bernstein gehört mit dazu, Chrysoperyl. Aber schwarzer Chalcedon, für was nimmt man denn den? Was dann entsprechend auch nicht fehlen darf, sind die Baustoffe. Ob nun als Dekor oder um damit Platten zu machen, Pflaster zu machen, alles, was man sich so vorstellen kann. Von Marmor, klar, Arat, kann man auch einiges draus machen. Granit. Was haben wir hier noch? Eisenreicher Ton, aber was macht man damit? Das wäre jetzt mal interessant gewesen. Ich meine, klar, Kies, kein Problem. Da weiß man, was man damit machen kann. Haben wir auch noch keramische und Glasrohstoffe, also alles, was man dafür braucht. Farb- und Füllstoffe, Bindemittel, Gips, Kreide, Bindemittel, klar, ist, denke ich, schon mal bekannt. Aber Roteisenmulm habe ich auch noch nie gesehen. Ton, klar, gibt es einiges, was man das gebrauchen kann. Manche Sachen werden ja sogar in der Lebensmittelindustrie gebraucht. Borax, ja, das braucht man beispielsweise als Flussmittel, wenn man zum Beispiel Silber schmelzen möchte. Und so ist das hier alles ganz gut dargestellt, welche Minerale es gibt, ja, und für was man die im ganz groben gebrauchen kann. Am Ende dieser großen Geologiehalle geht es dann weiter, wieder mit Geologie. Dann hat man hier zum Beispiel ja, die Karte der neuen Bundesländer bzw. ehemaligen DDR wieder so ein bisschen 3D-mäßig dargestellt mit so einem Profil. Die ist aber, glaube ich, ein bisschen älter, wie sie aussieht. Das ist wirklich was für die Geologie-Experten. Ich bin das nicht. Ich muss mich da noch viel bilden in dieser Hinsicht, um das wirklich mal wenigstens im Groben zu verstehen. Ja, die variszische Gebirgsbildung, das kenne ich zumindest. Hier ist nämlich das Erzgebirge. Ein klassischer Vertreter davon für diese Zeit. Prävaristisch. Ja, so soll es also damals ausgesehen haben. Mal die Legende dazu. Können Sie ja gerne auf Pause drücken. Dann zeigt man hier noch Eisenerzlagerstätten. Alles ein bisschen regional auch, Fluorit-Baryt-Gänge, beispielsweise hier in Freiberg, was es da alles gab, da ist schon Wahnsinn, wie viele Gänge da gab. Es sah, dass der Bergbau entsprechend erfolgreich war. Haben auch Thüringen und Vogtland, das sind boah, sehr schön Hämatitschdingen. Bärenbrück bei Altenberg. Wow. Barytführende Lagerstätten. Skarnickel dürfte dann wahrscheinlich die Region bei Calmberg sein, mit Weidewaldheim, Penig. Nur um hier mal ein paar kleine Beispiele zu zeigen. Kaolin. Lagerstätten nochmal und Ton. Hier ist wirklich aus sehr vielen Regionen was dabei. Überwiegend aber eben aus den neuen Bundesländern, beziehungsweise dem Gebiet der ehemaligen DDR und geschichtlich noch weit
in die Vergangenheit. Kupferschiefer ist natürlich auch was Feines. Vor allem, weil man dort drin nämlich Fossilien finden kann. Zum Beispiel sowas hier, was man da gefunden hat. Oder auch sowas. Da haben wir wieder die Karte, wo da vorkommt. Ich habe ja auch schon mal einen Bericht darüber gemacht, ja, was jetzt mit dem Kupferschieferbergbau, mit dem neuen geschehen soll in Spremberg, also in der Lausitz, in der Region. Was ist denn das? Sieht aus wie ein Wurm, aber ist keiner. Salzlagerstätten, das Zechstein 1. Das Blaue hier, das sieht ja schön aus. Sylvinit. Ich muss sagen, solches Blausalz habe ich bis jetzt noch nie gesehen. Sehr schön. Das hier, auch von Markers. Da gibt es auch ein sehr schönes Besucherbergwerk. Werde ich irgendwann mal hingehen. Schon wirklich beeindruckend hier. Dann komme ich auch endlich mal in meine Heimat hier, Westerzgebirge. Hier gibt es eine Karte, ja, das ist dieser Westteil des Eibenstocker Granitkomplexes, dieses rote. Und hat man hier wieder die ganzen Erze, Wolfram, mit von Schollau, Gottesberg, Kreisen. Wieder ein sehr schönes Stück mit diesen Topasen. Vogtland. Aha. Sogar mit einem Profil, wo damals ein Stollen reingetrieben wurde. Hauptschacht, wo ist denn das? Pechtelsgrün. Ah, okay. Da zeigt sich richtig, wie man da tief runter ist. Und was man da so viel Erze gefunden hat. Türbersdorf gab es ja auch noch so eine Lagerstätte. Ebenfalls auf Wolfram. Und hier ist nochmal so ein kleines Bild, ja, von diesen Graniten. In der Mitte ist der Kirschberger Granit und unten am Rand der Eibenstocker Granit und dann ganz außen am Rande ist der Bergener Granit, soweit ich das weiß. Was natürlich zu den Lagerstätten auf jeden Fall auch dazugehört, sind die Skarn-Lagerstätten. Wie sie beispielsweise auch in Schwarzenberg im Erzgebirge vorkommen. St. Christoph, Erzgebirge, ja, bei Breitenbrunn, ein Klassiker. Auch bei Pöhler kommen die vor. Raschau, ja, ist ein ziemlich großes Gebiet. Solche Stücke beispielsweise von dem Magnetit habe ich damals gefunden, ne? Auch in der Nähe von Breitenbrunn, und zwar beim Fellbach-Schacht. Da lagen die wirklichen Massen auf der Halde rum. Habe ich damals einiges gefunden, ne? Sulfidskern. Das ist mal ein riesengroßes Erzstück oder Gangstück von Zinnwald. Wow, ist das echt groß. Schwebender Gang mit Kalifeldspalt und Zinnwaldit. Gibt es ja eine Menge Lagerstätten in Europa, wie ich gerade sehe. Hier ist mal das vom Erzgebirge, das Zinnrevier. Topasierter Pegmatit, also Pycnit. Ja, habe ich mir kürzlich mal ein kleines Stückchen geholt als Beleg. Hatte ich nämlich noch gar nicht gehabt. Und irgendwann kommt mal ein großes Stück von sowas. Dann hat man auch noch diese Eisenerzlagerstätten
von Ostthüringen und Vogtland. Erzgebirgsrand auch noch. Okay, Seifersdorf, Bergishübel. Manganerzlagerstätten im Harz. Sulfidlagerstätten, also die ganzen Lagerstätten hat man hier mal ein bisschen dargestellt, wo die sich befinden, was also vorkommt. Hier wieder mal die Baustoffe. Wirklich prächtig sind ja hier auch wieder diese Belegstücke. Ja, ich muss sagen, Brocken, das sind keine Belegstücke mehr, das sind wirkliche Brocken von Randpigmatit mit Muskelten Pyrit von Pechtelsgrün. Was für ein Riesenteil, ey. Da haben wir solche großen Belegstücken hier, das ist schon heftig. Dann noch so ein großes Gangstück. Ja, sieht man den richtig schön, dieses Zinnwaldit. Ja, und heute will man daraus wahrscheinlich ja, Lithium gewinnen, unter anderem. Und jetzt gehe ich in die andere Halle. Ein großer Schwenk und jetzt geht es hier rein. Und die ist für mich nämlich richtig interessant. Weil dort sind die ganzen Minerale.